Wie geht man mit Fehlern um? Fehler sind nicht selten. Denn auch wir übertragen ja 100 Millionen Bits pro Sekunde. Also auch wenn wir nur alle Millionen Bit, 10 Millionen Bits an Fehler machen, dann passieren 10 Fehler von Sekunde, pro Sekunde. Also Fehler sind allgegenwärtig. Das ist nicht eine Rarität, sondern es ist die, der Normalfall. Man muss sich überlegen, wenn man mit Fehlern fertig wird, und wir werden zwei Sachen kennenlernen. Das ist zum einen, man schneidet Datenübertragung in Pakete, sodass man sich für die Fehler in den einzelnen Paketen interessiert. Und äh, wir werden zunächst mal darüber reden, wie man Fehler in Paketen feststellt. Und dann kann man es korrigieren. Und zwar entweder indem man das Paket neu überträgt oder indem man fehlerkorrigierende Codes einsetzt. Sehen wir uns das im Detail an. Also Übertragungsfehler passieren ständig. Auch wenn man nur einen Fehler macht pro 10 Millionen Bits, aber 100 Millionen Bits pro Sekunde überträgt, dann passieren 10 Fehler pro Sekunde. Meistens passieren diese Fehler in Bursts. Es kippen nicht einzelne Bits um, sondern gleich viele. Die Datenübertragung in Netzen geschieht immer in Paketen. Man fasst etwa 128 oder 256 oder 1024 Bits zusammen. Und die werden als Paket geschickt. Dieses Paket bekommt eine Prüfsumme, darüber reden wir auf der nächsten Folie. Und wenn ein Fehler passiert ist bei Übertragung, überträgt man nochmal. Oder man benutzt fehlerkorrigierende Codes und das zeige ich Ihnen auf der übernächsten Folie. Zunächst mal was sind diese Prüfsummen? Die einfachste Prüfsumme ist die Quersumme. Äh, noch besser, um sich gegen Zahlendreher... Auch abzusichern ist es eine gewichtete Quersumme. Zum Beispiel, Sie kennen alle die Buchnummern, die ISBN. Also hier ist eine angegeben, 978, 312, 732320. -3 Und dann kommt da hinten noch eine Prüfzahl. Wie wird diese Prüfzahl berechnet? Ist... Äh, werden die Stellen multipliziert entweder mit 1 oder mit 3, also die erste mit 1, die zweite mit 3, die dritte mit 1 und so weiter. Dann kriegen wir 9 plus 21 plus 8 plus 9 plus 1 plus 6 und so weiter. Das ist 83. Und dann nimmt man den Abstand zum nächsthöheren Vielfachen von 10, das wäre hier also 90. Und deswegen ist die Prüfzahl 7. Ganz was ähnliches kennen Sie von der IBAN, von der internationalen Banknummer. Hier ist also etwa meine IBAN, da ist hier vorne die Bankleitzahl, da ist irgendwo hinten meine Kontonummer, das ist dazwischen aufgefüllt und das hier sind die Prüfziffern. Und während es also mir früher öfters passiert ist, dass ich... Geld auf ein falsches Konto überwiesen habe oder Geld überwiesen habe auf ein Konto, das nicht existiert, kriege ich jetzt öfters mal die Fehlermeldung, das ist keine IBAN. Und dann schaue ich nochmal hin und korrigiere das. In der nächsten Einheit reden wir über fehlerkorrigierende Codes.